Und ich feiere hier mein 4,7 Millionen Abos Spezial. Ja, ich habe es endlich geschafft. Nein, natürlich nicht. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch Abonnenten dazu programmieren könnt. Und das ganz einfach und auch legal. Gleich von vornherein, das dient nur, um eure Freunde zu trollen und euren eigenen Rechner. Oder mal im Livestream, beziehungsweise wenn halt mal jemand neben euch sitzt oder sowas und ihr sagt, hey Junge, guck mal, ich habe 4,7 Millionen Abos. Oder wie hier, ich habe hier einfach mal 500.000 Aufrufe. Was ich hier mache, ist einfachstes HTML-Programmieren. Das kann jeder hinkriegen, der was hier zuguckt. Das lernt man im Normalfall, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse. Also solltet ihr damit schon ein bisschen Erfahrung haben. Zuerst, das ist nicht permanent, das ist temporär. Wenn ich jetzt die Seite neu lade, sollte es weg sein. Das kann ich euch mal zeigen. Natürlich dauert das jetzt ein bisschen, bis die Seite sich wieder neu gefunden hat, beziehungsweise die Daten nun überprüft und merkt, oh, da stimmt ja was nicht, und die wieder zurückändert. Weil die sind natürlich nicht in der YouTube-Datenbank enthalten. So, und zwar, wenn man das jetzt wieder aktualisiert, dann sieht das nämlich so aus. Dann sind die Abonnenten beziehungsweise die Aufrufe wieder normal. Aber wie macht man das jetzt? Ganz einfach. Ihr geht hier rauf mit eurer Maus, was ihr verändern wollt. Klickt Rechtsklick und Element untersuchen. Jetzt ploppt hier unten die Konsole auf. Sieht erstmal ein bisschen verwirrend aus, ist aber ganz einfach. Und zwar kommt ihr meistens auch gleich auf die richtige Zeile. Und zwar stehen hier eure Abonnenten drin. Jetzt könnt ihr hier ganz einfach, ich schreibe das mal mit Punkt, geben wir uns mal 1 Million Abonnenten. So, und voilà, wir haben 1 Million Abonnenten. Jetzt stimmt das natürlich hier drüben nicht überein. Das wollen wir natürlich auch komplett richtig machen. Machen also auch wieder hier Rechtsklick, wieder hier auf Element untersuchen und dann kommen wir hier hin. Hier sind wir jetzt aber noch nicht auf der richtigen Zeile, weil das nochmal ein extra kleines Feld ist. Also machen wir hier das Dreieck auf und klappen alles auf, was da drin steht. Jetzt sind wir hier, in dieser Zeile steht nämlich der Spawn, wie viele da drin stehen sollen. Im Normalfall wird das aus der Datenbank generiert, wir können das jetzt aber hier ändern, weil er die nicht immer wieder abfragt. Sagen wir, wir geben uns hier auch mal die 1 Million. So, jetzt haben wir auch hier die 1 Million stehen. Und zwar war es das eigentlich jetzt auch schon mit den Abonnenten geben. Jetzt möchten wir natürlich auch noch, dass es gut aussieht, dass wir hier ein paar Aufrufe noch haben in den letzten 2 Tagen. Machen hier wieder dasselbe. Also Rechtsklick, Element untersuchen. Das hier ist genauso einfach. Ihr macht das einfach auf und dann habt ihr hier eure Aufrufe stehen. Sagen wir, wir geben hier, ja, machen wir mal 500.000 Aufrufe in 2 Tagen, das ist doch ganz angenehm. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, was ich euch unbedingt noch zeigen möchte, was ich jetzt leider an meinen eigenen Account zeigen muss, aus rechtlichen Gründen. Und zwar könnt ihr auch hier oben die Texte verändern, beziehungsweise den Namen vom Channel, und ihr könnt es euch ganz einfach machen. Indem ihr hier statt zum Beispiel mein Aurium Victoria könnt ihr euch jetzt wie auch immer ihr heißt, könnt ihr jetzt euren eigenen Channel machen, zum Beispiel, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal so, jetzt bin ich das. Ganz einfach, ganz simpel, funktioniert ebenso hier unten mit dem Text. Ihr könnt nämlich hier auch reinschreiben, was auch immer ihr wollt. Ihr müsst hier das aufklappen und dann könnt ihr hier unten reinschreiben. Zum Beispiel, hallo, iBims. Bim. Hm, okay. Aber ihr wisst zumindest, was ich meine, auch wenn ich mich hier total verschrieben habe. Bim. Bims. So. Ganz einfach, ganz simpel. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ihr könnt damit eure Freunde oder sowas ein bisschen trollen oder ein paar anderen. Das geht übrigens auf jeder Seite, nicht nur auf YouTube. Ihr könnt damit Preise ändern von Webseiten etc. pp. Und könnt das zum Beispiel dann rausdrucken und damit in den Laden gehen. Nicht ganz legal, aber ja, das hier ist natürlich legal, was ich euch gezeigt habe. So, ich hoffe, es hat euch geholfen. Lasst vielleicht ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein!